Hallo, ich meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen im Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin die Maritzel und ich stehe hier vor meinem Missionstraktor, einem GCB. Und ich hatte den Feldrandkurs eingefahren und ich hatte das Feld Nummer 4 hier angebunden. Und jetzt geht es hier weiter, damit die Mission anfangen kann und dann nachher alles seinen Gang geht. Ne? Ich steige jetzt erstmal hier ein und dann schauen wir mal, wo ich eigentlich den Anhänger und den Traktor habe stehen, Quatsch, den Anhänger stehen lassen habe, im Traktor sitze ich ja. Also, los geht's. So, wo steht jetzt der Anhänger? Jetzt sehe ich den Anhänger nicht mehr. Du lieber Himmel, wo steht denn der jetzt rum? Sieht man den einfach nur nicht? Das glaube ich jetzt nicht. Den habe ich doch ein Stück weit mitgenommen. Das ist die 39 Ballen. Das ist die 39. Da steht der Drescher. Habe ich den weiter vorne stehen? So weit? Glaube ich jetzt nicht. Ach doch, da. Aber die Sicht ist aber nicht gerade weit. Jetzt habe ich gerade angefangen, an mir selber zu zweifeln. Echt mal. So. Gut. Den stelle ich jetzt hierher. Ich habe ja den Verkehr ausgestellt. Den holen wir nachher gleich. Jetzt muss ich erstmal mit dem Drescher dort ran. So. Ach, mein Püppchen muss ich auch noch wieder rausholen. Genau. Das Püppchen. Ist ganz komisch, wenn man das gewohnt ist, mit der zu spielen und die ist dann plötzlich nicht da. Das ist ganz komisch. Da fehlt was. So, ich muss da vorne hin zu dieser, zu diesem Feldpunkt, wo jetzt der Drescher steht. So. Ja, stell dir das vor, das breite Schneidwerk. Wie sollte der das dort automatisch aufnehmen? Das kann man vergessen. Ich kann es aber auch nicht anhängen und damit dahin fahren. Das geht auch nicht. Da müssen wir aufs Feld drauf fahren. Und anders ist das gar nicht machbar. Der Drescher ist viel zu groß für diese Map. Die sollten nicht solche große Drescher dazu packen auf einer Karte, wo das alles eher ein bisschen eng ist. So, jetzt gebe ich dem das Feld 4 an. Mal gucken, was passiert. Feld 4. Ich muss mal die Wiesen zumachen. So, das ist ja jetzt schließlich ein Feld. Okay. So, dort fährst du jetzt erstmal hin. Ich muss erstmal gucken, ob du da überhaupt ankommst. Was ich bezweifle. Ja, ja. Ach, du lieber Himmel. Ja, ja. Aber. Na, kriegst du die Kurve? Ja. Ho, ho, ho. Okay, er ist tatsächlich angekommen. Aber hier rechts den Baum, den nehme ich direkt weg. Das habe ich schon gedacht, dass das schwierig sein könnte mit dem. Den werde ich wegnehmen. Wir werden ja dieses Feld mit Sicherheit nicht das letzte Mal beackern. So. Okay. Tut mir leid, armer Baum, aber ich muss ja hier irgendwie so ein bisschen Bewegungsfreiheit haben. Wenigstens ein klein bisschen. Ja, so sieht das schon ein kleines bisschen besser aus. So, kommen wir hier hoch aufs Feld. Ja, das ist auch nichts. Ich muss den Schneidwerkswagen wegbringen. Wie soll ich das denn jetzt machen? Ah, dann ziehe ich da nachher von Hand weg. Ich glaube, das mache ich so. Starken Bauern. Ich habe gut gefrühstückt. Ich kann den nachher wegziehen. Ich werde jetzt erstmal das Schneidwerk anhängen. Geht das so?
Ja. Okay. So, bleibt mal einen Moment stehen hier. Ich muss den Wagen wegschicken oder wegschieben. Wo ist die Deichsel? Hier vorne. Ich hoffe, ich kann sie packen. Rückwärts laufen hier. Komm mit, komm mit, komm, 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 komm. So. Raus hier. Wir stellen den einfach auf die Straße hin. Was soll ich denn sonst machen? So, so sollte es gehen. Gut. Da können wir es den nachher abholen. Und so stört er auch nicht, falls ich Traktoren hier lang schicke. Jetzt habe ich gerade gedacht, da liegt ein Ballen. Nee, das ist Wasserrohr. Okay. Da vorne steht der Traktor mit dem Anhänger. Alles klar. Jetzt werde ich erstmal gucken, dass ich dem hier einen Kurs verpasse. Das wird nicht lange dauern mit dem Drescher, ist das Feld schnell fertig. Das ist ja nicht groß. Schon deswegen wundert es mich, dass sie so einen riesen Mähdrescher dazu packen. So, könnte ich sogar von Hand machen. Ich glaube, das wäre sogar das Beste. Aber das will ich jetzt doch nicht. So, ich werde mal gucken, dass wir hier einen Kurs gemacht kriegen für dich. Also, für die vier brauchen wir jetzt einen Kurs. Einen Job erstellen. Nix freie Fahrt. Cosplay. Feldarbeit. Ja, ich würde sagen, hierher, damit wir nachher da runterfahren können. 9,2 Meter hast du Arbeitsbreite? Das ist ja eine eigenartige Breite. Stimmt das? Ich gucke lieber nach. Das kommt mir ein bisschen komisch vor. Doch, das stimmt. 4 Stunden steht es auch. Also, das hatte ich ja jetzt noch nie. 9,2 Meter. Okay. Okay. So. Shop erstellen waren wir gewesen. Genau. So. Feldposition. Dahin. Generator öffnen. Ich lasse das so, wie es ist. Ich ändere da nichts dran. Vorgewende nehme ich. Zwei, ich nehme mal drei, mal gucken, ob das geht. Die Feldgröße ist ja wirklich, ich bleibe bei weich. Da werde ich gar nicht viel dran ändern. Aber Reihe überspringen werde ich auf jeden Fall. Eine, zwei, ich weiß nicht, ob das auf der Feldgröße hier überhaupt eine Rolle spielen kann. Das muss ich erst mal gucken. Gucken wir mal, wie es aussieht. Okay. Denke mal, 3 mal 1927, ob das reicht. Ich mache mal noch ein Vorgewende mehr. Und mal gucken, wie es aussieht. Doch, das geht auch noch. Ich glaube, das ist besser. Aber ich muss noch was beachten hier wegen den Bäumen. Moment mal, wo haben wir das jetzt hier? Feldgrenze genau. Positive Werte reduzieren die Feldgröße. Ich gehe mal auf 0,4 und jetzt generieren wir noch mal. Ja, da ist das nicht ein bisschen weiter weg von die Bäume, ne? Von den Bäumen, das war ja auch wieder ein Deutsch jetzt. So werde ich das ausprobieren, wie es jetzt ist, also die 4 mit 9,2 Metern. Gut. Feld 4. So,
Okay. Erster Wegpunkt, bitteschön. Und da fang du mal an. Wo ist der überhaupt, der erste Wegpunkt? Ach, da musst du zurücksetzen. Ah, das kriegst du hin. Da bin ich ja mal gespannt. Auch der wird hängen bleiben. Vielleicht haben wir ja Glück, dass das mit dem Kurs so klappt, dass er nicht hängen bleibt. Kennt ihr mit dem Rohr schon hängen bleiben? Wieso hat er das nicht rumgeknickt? Das ist doch ein knickbares Rohr. Ah ja. Es ist, wie es ist. So, aber das scheint erstmal zu funktionieren. Dann zum Abfahrer. Mein Guter, wir fahren jetzt vor. Ich muss dich separat dort hinstellen, damit du dem Drescher nicht im Wege bist. Das hat keinen Sinn, dich da jetzt automatisch hinzuschicken. Das könnte man machen, wenn das Vorgewende schon fertig wäre. Ist es aber noch nicht jetzt. Aber wenn der Drescher hierher gefunden hat, dann hättest du auch hierher gefunden. So. Ich stell dich mal in Fahrtrichtung von dem. Ah, das ist wohl mit dem Anhänger doch nicht ganz so toll für dich, ne? Ihr behindert euch gegenseitig. Wenn ich hier einlenke, da wirst du an den Hinterrädern gebremst vom Anhänger, ne? Ja, ja. Das ist nicht optimal. Auch wenn ich dann erstmal selber vernünftige Fahrzeuge und so weiter habe, dann brauche ich bei Missionen keine Missionsgeräte mehr. Die sind meistens nicht gut. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo das Zeug hingeliefert werden muss. Das weiß ich noch gar nicht. Wir haben jetzt die Sojabohnenernte. Landhandel Hager. Okay. Landhandel Hager. Also, du tankst mir den Drescher ab auf der 04. So, und du bringst das zum Landhandel Hager. Landhandel Hager, da. Okay. Ich denke mal, das wird er dann schon machen. Er wartet auf Ruf. Gut. Du bist hier wieder angekommen, aber wir sind ja hier fertig. Dann werde ich dich jetzt mal nach Hause schicken, zum Hof. Befreie dich von deiner Mission hier. So. Du fährst zum Hof. Moment mal, du kannst sogar parken. Du kannst doch sogar parken fahren. So. Folgst du natürlich nochmal der Fanglinie hier, aber das soll mir recht sein. Alles gut, du machst das schon. So. Interessant, was hier für ein Bogen drin ist im Kurs. Aber das ist schon okay. Er tut, was er soll, wie es aussieht. Er ist nicht hängen geblieben im Vorgewende, also hat das was ausgemacht, dass ich das so eingestellt habe mit dem Feldrand. Das ist schon mal gut. Na, lass mal den mal arbeiten. Erstmal ist er gleich halb voll. Dann kann er abtanken. Der Abfahrer, das wird er auch tun, denke ich mal. Du bist zu Hause hier am Stehen. Was können wir mit dir jetzt anstellen? Ich sollte mal gucken, was die Felder machen, ne? Komm mal mit, mein Guter. Wir drehen mal hier um. So. Da kann ich auch gleich darüber gucken. Ich habe ja hier vorne die Sträucher gesetzt. Da komme ich ja durch. Die anderen Felder sind zur selben Zeit
bestellt worden. Na, wenn wir gleich mal gucken, wie weit das hier ist. Ich habe ja eine Nacht geschlafen. Wert gut. Perfekt. Ja, was wollen wir mehr? Perfekt. Genau das will ich haben. So, und danach kommt, glaube ich, das nächste Feld von mir. Ich glaube es jedenfalls, das war direkt daneben. Und gleich mal gucken. Schwuppdiwupp. Ich glaube, ich täusche mich. Oder? Jetzt hänge ich selber am Baum fest. Das ist ja immer noch dieses Feld hier. Da gucken wir mal auf die Karte, komm. Das geht doch einfacher. Also. Ja, das ist das Feld, wo jetzt gerade fein gearbeitet wird. Ah, da wird jetzt gerade abgetankt, vermutlich. Kann das sein? Das sieht fast so aus. Nee, das täuscht. Das ist der Drescher hier. Okay. Die sind noch zugange. So. Ja, doch, ich hätte bloß über die Straße gemusst. Also doch ein Stück hier durch. Ich hüpfe mal dahin. So. Ist auch perfekt. Da muss ich noch die 14 angucken. Da hatte ich ja so ein bisschen Probleme mit. Stickstoff ist schlecht. Also hier muss ich noch mal nachdüngen, denke ich mal. Nee. Ist zu viel drauf, würde ich sagen. Der pH-Wert ist gut. Da lasse ich das, wie es ist. Mal gucken, wie es dann nach der Ernte aussieht. Hier mache ich jetzt erstmal gar nichts. Walzen oder so. Ich ziehe mir doch die Hosen nicht mit der Kneifzange an, ne? Nö, nö. Hier ist zu viel drauf. Da ist irgendwas gewesen, habe ich irgendeinen Fehler gemacht. Aber ja, solange bin ich ja mit Precision Farming auch noch nicht dran. Jetzt kommt der da gerade nach Hause, wird gleich wegparken, das ist gut. Behagt ihr euch jetzt? Ja, das habe ich erwartet. Genau deswegen bin ich hier lang gedüst jetzt. Das habe ich fast erwartet, dass ich den genau dort stehen lassen habe, wo er den anderen stört. Das ist ja wieder mal typisch. So, ich will mal gucken, wie es aussieht, ob wir schon Honig haben hier. Ja, ein bisschen Honig. Das lohnt sich noch nicht wegzubringen. Dann will ich mal bei den Hühnern schauen, wie das dort aussieht. Und die Gewächshäuser, da werden wir auch gleich mal reingucken. Ah, das lohnt. Och, was ist denn hier los? Die Küken, die rennen hier überall durch. Die wurscheln da drin rum. Oh, ist das süß. Die kleinen Dinger. Cheep, 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 cheep. Ja. So, ich gucke mal eben in die Liste. Wir haben ja bisher nur die Hühner. Aber da ist alles in Ordnung. Sehr fein. Okay. Gut. Ah, Küken männlich haben wir auch, natürlich. Was, warum sind immer so viele männliche? Unfassbar, guck dich das mal an. Und wieso ist ein Küken männlich hier nochmal aufgeführt? Nicht, dass der Hahn, den ich gekauft habe, plötzlich ein Küken geworden ist. Aber vielleicht hätte ich den Mod nicht reinnehmen sollen. Ich glaube, das wird Probleme machen. Naja, wir werden sehen. So, ach, die Gärten wollte ich gucken. Oder besser, die Gewächshäuser. Produktionen. Die Mühle. Die hat noch Raps drinne, okay? Die ist am Öl produzieren. Oh, da haben wir auch wieder einiges. Alles klar.
Und ich weiß auch schon, was ich da machen werde. Ich muss bauen. Ganz genau, ich muss bauen. So. Rapsöl. Die Bäckerei, die kann noch nichts weiter machen. Die muss noch Mehl bekommen. Hat sie noch nicht. Erdbeeren hat sie schon mal. Die habe ich abgeliefert, um zu gucken, ob das funktioniert. Hier habe ich das gemacht. Und Eier habe ich auch schon mal abgeliefert hier. Ja, da fehlt noch, auch Zucker fehlt noch, siehst du. Da muss ich mir was einfallen lassen. Ich habe kein Zuckerrübenfeld. Aber ich habe Oma Tana ihre Gärten. Damit werde ich wahrscheinlich hantieren hier. So, wie sieht das hier aus? Tomaten, da können wir auslagern. Das ist doch gut. Das sind immerhin zwei Paletten. Dann haben wir Salat. Das ist nur eine Palette vermutlich. Ja. Und dann haben wir Erdbeeren. So, die holen wir auch raus. Das sind vier Paletten. Okay, das sind schon mal ein paar mehr wie beim letzten Mal. Die Hofbedarfsorganisation, sage ich jetzt schon. Die Hofbedarfproduktion. Die haben auch alter Heu haben sie hergestellt. Und Silage haben wir auch schon. Kalk haben wir schon. Wasser ist voll. Ich habe hier die Steine abgeliefert gehabt, aber die sind verarbeitet. Die sind weg. Ansonsten habe ich hier nichts weiter drin bisher. Außer Silage und Heu und Kalk. Okay. Ja, ist ein Anfang. So. Dann habe ich da noch die Kalkproduktion. Wo haben wir sie? Ach, hier. Ja, die ist auch noch nicht ganz so weit. Die hat doch erst angefangen. Ich glaube, einmal habe ich schon was rausgeholt. Und hier mit dem Flüssigdünger, ich glaube, da habe ich auch nichts. Nee, nee. Haben wir beide noch nicht. Das muss alles erst anfangen. Der Wasserturm ist auch noch nicht voll. Okay. Die Windmühle, hat die denn schon was drin? Raps habe ich drin, ja. Mehl. Das sollte ich jetzt mal auf Verteilen stellen. So, da sollte das der Bäcker kriegen. Da muss ich mal schnell beim Bäcker reingucken, ob ich das überhaupt aktiviert habe. Zumindest das Brot schon mal. So, jetzt ist es aktiviert. Wasser braucht der ja nun nicht, aber jetzt sollte der dann das Mehl bekommen. Ich hoffe, dass das klappt. Den Kuchen tue ich noch nicht aktivieren, so viel habe ich noch nicht. Brot braucht ja nur Mehl. Mehr nicht? Echt jetzt? Nur Mehl? Okay. Da muss der Bäcker das andere Zeug einfrieren, bis er wird Kuchen backen können. Zucker hat er noch nicht. Also ich würde sagen, ich muss mir einen Platz suchen, wo ich einen Garten aufstellen kann fürs Bauen. Für die Zuckerrüben. Ich muss Zuckerrüben haben, für den Bäcker zumindest. Da muss ich mal schauen, wo ich das machen kann. Das ist nicht ganz einfach jetzt hier. Hier am Hof vor allen Dingen ist es schwierig, jetzt noch was aufzustellen, glaube ich. Wo ist mein Traktor? Komm mal her, ich brauche die Fahrlinien. Komm mal her, mein Guter. Wie viel Zeit haben wir noch? Oh je. Ich bin ja haushoch drüber. Ich habe vergessen, das Video zu beenden, wie es aussieht. Kann das sein? Ja, okay. Dann ist das so. Da werde ich wohl zwei Videos draus machen. Aus dem, was ich jetzt hier angestellt habe. Dann werde ich jetzt erstmal kurz einschalten. So, hier sind die Fahrlinien. Hier hinten kann ich sowieso nichts bauen, ganz klarer Fall. Aber vielleicht kann ich hier an der Seite irgend. Nee, das wird nichts. Das wird nichts. Das müssen wir noch ein bisschen verschieben. Hier an der Seite. Hier will ich ja den Durchgang machen. Das soll ja Bauland werden, da hinten das Feld.
Nee, nee, das geht noch nicht. Das geht noch nicht. Okay. Meine lieben Zuschauer, dann werde ich jetzt erstmal dieses Video beenden. Ich steige jetzt erstmal aus. So. Ich bedanke mich bei euch jetzt ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gern einen Daumen da. Ich freue mich natürlich auch schon auf eure Kommentare unter dem Video. Und bitte betätigt die Glocke, wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet. Auch ein Abonnement, was ja bei YouTube kostenlos ist, hilft mir dabei, meinen Kanal weiterzuentwickeln. In dem Sinn sage ich jetzt Tschüssi für heute. Macht's gut, passt bitte gut auf euch auf und bleibt mir gewogen. Ich sag mal bis zum nächsten Mal. Eure Maritzl.